Der Steuerstreit ist entschieden. Nach 7-stündiger Debatte stimmen die Grünen für ein Kompromissmodell der beiden Fraktionsvorsitzenden Göring-Eckardt und Hofreiter. Im Bundestagswahlkampf wird die Partei nun für eine Vermögensteuer werben, dabei aber keine konkreten Zahlen nennen. Wir wollen, dass die Superreichen in diesem Land einen Beitrag leisten zur Finanzierung des Gemeinwesens. Alles andere ist Gift für den Zusammenhalt der Gesellschaft und Gift für unsere Demokratie. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hatte das Modell zuvor als wirtschaftsfeindlich kritisiert, sich mit einem Gegenvorschlag aber nicht durchgesetzt. Er forderte seine Grünen außerdem auf, es mit Political Correctness nicht zu übertreiben, um von Politik enttäuschte Bürger besser mitzunehmen. Es steht nicht weniger auf dem Spiel als die Stabilität und der Zusammenhalt Europas. Und ich hätte mir auch nicht mehr vorstellen können, das muss ich ehrlich sagen, dass wir nochmal um den liberalen Verfassungsstaat wirklich kämpfen müssen. Vergeblich auf Beistand von oben wartete heute wohl auch Parteichef Özdemir, der sich als erklärter Vermögensteuergegner gegen Anton Hofreiter um das Amt des grünen Spitzenkandidaten bewirbt. Dieser Streit hat die Partei Kraft und Ressourcen gekostet. Und ob er mit der heutigen Entscheidung wirklich zu Ende ist, bezweifeln viele Grüne. Denn im Urwahlkampf müssen die Kandidaten weiter mit eigenen Ideen und Konzepten punkten.